Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Checkpile gegen Mono Red Agro Topter. Controller gegen Agro. Die Klassiker. Bin ich mal gespannt. Checkpile hatten wir ja letzte Woche schon mal. Da ging es ja dann viel in die Kontrollschiene, so Handkarten wegnehmen, ein paar Kreaturen wegnehmen. Planeswalker. Aber Mono Red Topter mit dem ganzen Value-Plan, Agro-Plan, das schon gut. Könnte auch schnell überrennen. Mono Red Topter, aber ohne Moon-Effekte, oder? Genau, ohne Moon-Effekte, einfach nur diese Artefakt Topter-Synergy und der Rest ist mit Burn-Spells aufgepumpt. Mhm. Guck, ein dicker Finger. Ja, da kommt ein Finger zum Erklären. Gut, dass das nicht auf einem FNM aufgenommen wurde, wie die sonst über die Videos, sondern halt... Ja. Das Kitchen Table. Kitchen Table. Das war, habe ich nicht gesehen, war es ein Fetch, aber wahrscheinlich das ein Fetch. Fetch. Jupp, Fetch, Topter, Ponder. Fetch, Ponder. Ja. Ja, ist halt Mono, Checkpile, also gegen Mono Red werde ich halt als Checkpile-Spieler in dem Moment echt Angst vorblocken, wenn ich das Deck nicht kennen würde. Ja, ja gut. Du kannst nicht auf Basics Fetch. Nee, deswegen nämlich. Und die roten Spells da drin beschlaufen sich, glaube ich, auf Iteration. Und Sideboard. Und theoretisch ist der Nicole Bolas mit einem roten dabei. Ey, den kriegst du aber trotzdem nicht gecastet. Natürlich nicht, nicht mal ansatzweise. So viel Manamorphosen hast du nicht im Deck. Null. Auf der anderen Seite, Monorail Totter, wie gesagt, dem wird es halt auch wehtun, weil sie versuchen ja mit Ancient Tomb, sie versuchen mit Ursas Saga und so weiter halt auch viel rauszuhauen. Stone Rain im eigenen Board ist halt irgendwie schlecht. Nicht so geil. Da kommt eine Funry. Petroficker. Und... Go? What? Ah, Paddle. Topter? Topter wird's gut. Ne. What? Okay. Gut, auf der anderen Seite, Retro für der Fundry ist schon ein herbes Problem für dieses Deck. Mm. Weil die Ressourcen versucht man ja runter zu grinden. Anders als viele Rot-Schwarz-Decks sind hier halt keinerlei Cola-Guns. Cola-Guns, kein Prismari. Nee. Was halt drin ist, ist halt ein Prismatic Ending. Ja. Beziehungsweise drei Prismatic Endings, aber ja. Das ist halt so der Klassiker mittlerweile, ne? Ja, das ist halt eine Alltime-Waffe. Hier kommt eine Durak. Ich hätte es fast schon gesagt, Tricks, aber. Na? Das ist natürlich auch gut, wenn, wenn du einen Agro-Plan fährst und der Gegner knallt dir eine Hymn zwischen die Rippen, ne? Das ist halt auch nicht so witzig. Für Top-Deckeln. Da werden auch zwei Karten gegrabt. Die ist eine war ein Chromatic Star und der andere. Ja. Ich glaube, das andere war Brea. Oh. Eine Brass Apprentice. Nee, die ist noch auf der Hand. Wir werden es nie rausfinden. Zurückspulen geht schlecht und von dem Abend weiß ich wenig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, wir haben zwei Stars und noch eine Funray und eine Bray auf der Hand. Auch nicht so die geilste Hand. Mhm. Man spielt ja einfach den Star, geht dann in den nächsten Turn. Nächster Turn knackt den Star für Mana. Ja, Waschmann, da hofft man halt, jetzt hofft man einfach auf ein Land. Ne? Ja, oh, das kann natürlich sein, dass das ein Land war, das abgeworfen wurde. Ah, das wäre hart. Ich hab da mal einen Engine-Turm mit auf der Hand. Das wäre hart. Mhm. Das ist also die typische Hymne, ne? Zwei Länder, Keep, naja. Hymne to Turak, oh, Land weg. Ja. And it's gone. Gut, hier sagt man jetzt wahrscheinlich einfach Go. Chromatic Star. Mhm. Aus der Liste. Ja. Da ist ein Bolas auf der Hand. Eine Ponne. Noch eine Hymne. Eine Hymne. Ein Fetchland. Ja, ich glaube, du brauchst das Land. Du hast nämlich kein Land auf der Hand. Ja. Inquisition. Inquisition. Oh. Boah, halt. Der. Jetzt nimmt man die Prayers. Raus. Ja, dann ist auch schon... Ist man ohne Kreaturen... Halt ein zweites Land wäre halt ätzend, weil dann angefangen wird, kleine Servos zu machen. Und Servos sind nervig, wie wir alle wissen. Ist das Servos oder Topter? Erstmal stellt man Servos, dann baut so, man Topter, ja, genau. Und dann baut man... Ich meine, ich war jetzt gerade bei der Brayer. Die Brayer? Der Brayer bringt Topter mit. Also 4-4er. Genau. Genau wie hier ein 0-Mana-4-4er gedroppt wurde. Ja. Man könnte jetzt halt einen Mana bezahlen, könnte den Star knacken, könnte eine Karte ziehen und könnte im Notfall einfach den Star wieder redeployen. Ja, das wird ja auch gemacht, einfach für den Card Draw. Da war ein Shadow Spear. Nee, das ist eine Hope of Girapur.
Ach ja, der Ein-Mana-Topter. Der Ein-Mana-Topter. Wäre ich aber nicht sicher, ob ich den hier droppen würde. Ich würde hier wahrscheinlich einfach den Chromatic Star droppen und sagen, go. Ja. Einfach nur, weil es den Gegner sonst mehr Targets gibt, ja. Was hat man da noch auf der Hand? Hat man das Strix gesehen? Ja, Ending ist halt jetzt gut. Ne? Ending ja. Auf die Retro-Fitter und dann kann man maximal noch einen 4-4er machen als Top-Da-Spieler. Und genau, dann kommt eine Belfast Strix vom Gegner. Das ist halt irgendwie ach, echt wieder mehr Duels. Siehe ein mein Geld. Gut, dass niemand weiß, wo ich wohne. Ich. Ja, Strike Straw. Und dann kommt Ending. Martenland gezogen. Da ist aber die Frage, ob sich jetzt wirklich irgendwas ändert. Nee, das ist, man hat keinen Land Drop gemisst. Richtig. Da hat man, glaube ich, auch nachgefragt, ob man Land schon gemacht hat. Nee, dürfte man nicht. Ich meine auch nicht. Denk. Kurz Rücksprache. Ich glaube, hier geht es mir noch ums Land. Ja. Ja. Ist dabei immer schwierig, das zu machen. Ja, ist halt die Frage, ob das jetzt viel ändert. Ich meine, du machst Ending für eins. Ja, aber es ist immer noch ein Kontrolldeck, was versucht, möglichst viele Sachen zu machen. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, spielt einen Arsch voll Duels, ne, aber hat die billigsten Fetchländer. Ja. Noch nicht mal die Old Border oder ein Foil. Ist das kein Ending, sondern ein Swords oder was ist da los? What the? Hä? Ist das sonst könnte natürlich sein. Es kann sein, dass es ein Swords ist, weil es sind sonst keine... Ja, okay, Swords und die... Ja, die Belfull räumt jetzt vielleicht den Construct ab. Wenn man Land, das bringt ja auch nicht mehr so viel, dann gibt man auf den Hope of Girapur und noch eine Fahne. Ach, du Scheiße. Ja, jetzt kann man langsam auch einfach reinlaufen, ne? Ja. Die Sache ist nur, der Gegner hat schon Teferi auf der Hand. Teferi, den Nicole, eine weiße Karte, die offensichtlich nicht Ending ist. Ja, oder man will sich Ending aufbewahren, aber wofür? Ja, ich denke auch, also hier hätte man Ending gespielt. Hat jetzt sogar die 4 einfach genommen. Oh, ja, da war eine Hymn-Top-Decke, beste Top-Decke, was man haben kann. Ja, die hat man aber gekannt. Ne, man hat mittendrin gemischt. Hat man? Ja, man hat gefetcht für... Ach, stimmt. Ja, bounce den Token. Go. Macht man hier mal einen 4-4er, macht man da mal einen 4-4er? Mhm. Ah, das tut schon weh. Also die 4-4er, ein paar davon... Jetzt gehen beide halt auf den Teferi. Ja. Wohl, brauchst du jetzt noch nicht mal. Der Minus kann erst in ein paar Runden wiederkommen. Der gute Mox. Ja, der Mox macht halt jetzt da die... Also okay, das kann er gleich 1-1er machen, dann kann er 1-1er Flieger swappen. Viel besser machen, er kann mit einem 2-Manner 1-1er machen und kann mit dem den Servo direkt schon in den Topter umwandeln. Ja. Dann kann er gratis den Topter nächste Runde in einen Konstrukt machen. Okay, wird auf, ins Gesicht gegangen. Ja, hätte ich aber auch, weil der Teferi ja aktuell auf 1 ist und Instant oder Sorcery Speed macht keinen Unterschied jetzt gerade. Ja, es kann halt jetzt den nächsten Draw hard versauen. Ja, stimmt mit der Hymn. Ja. In der Upkeep Hymn. Ist halt auch gut. Ja. Ah. Upkeep Hymn ist immer gut. Jetzt die Frage: Esper Pox nur für Teferi. Warum hat man nicht gefetcht? Dinge? Ist jetzt die Frage, knapp mal jetzt den Bolas aufs Board? Aber der macht halt nichts. Der macht halt echt nichts. Ja, okay, jetzt hat man halt noch einen Bouncer. Das heißt, man hat alle Konstrukte beseitigt. Ja. Uff, und das war wirklich ein Ending. Ja, krass, das wurde echt lange aufbehalten. Das wurde wirklich lange aufbehalten. Vielleicht, weil man die Konstrukte eh beantworten konnte? Ja, aber der Mann hätte, glaube ich, die Foundry schon viel früher wegmachen können. Da wird ein Servo gemacht. Dann kann man einen Turn einen Top da draus machen. Ja. Na, schon gut. Plus
Go. Dann kann man End of Turn Top Down. Ja. 1-1er Top da. Ja, ist halt leider 1-1. So. Ist halt ja, kein Edelmut. Genau. Welden wir den Servo Top da. Fliegt er so durchs Bild? So. Draw. Eine große Schmelze. Nicht der beste Draw, aber auch nicht der schlimmste tatsächlich, wenn man jetzt die wieder enttappen kann. Ja. Man kann den Top da jetzt machen und kann danach trotzdem nochmal einen Servo bauen, was ich tun würde. Stimmt, ja. Das ist schon sehr strong, was jetzt hier abgeht. Jetzt kann man erstmal vor 1 angreifen, in die Fresse. Oder auf den. Ich würde auf den Jace gehen. Und dann warten, bis der Jace irgendwas gemacht hat und dann den Shapeman Construct. Ja, ich würde ihn jetzt auch auf keinen Fall shapen. Ich würde ihn erst später shapen. Ist die Frage. Ja geht mit auf den Jace. Ja, damit er nicht richtig bouncen kann. Schon gut. Ja. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt den Bowler spielt, hat er natürlich auch die Bounce-Fähigkeit. Kannst du sogar aussuchen, welche. Ja. Dann wird er immer besser. Was ist das denn? Ein Brainstorm. Ach so, ach oh Gott. Das ist der Sigilair Brainstorm. Jedes Jahr einen anderen, ey. Ja, tatsächlich. Ich habe meine Brainstorms sehr, sehr häufig geändert. Fetch auf Schwarzquelle vermutlich. Es wäre jetzt, glaube ich, schon cool, den Tee für den Ding zu spielen. Wobei, bringt dir das was, den zu bouncen? Dann macht der Wallet den nur rum. Ja, du kannst dann noch den Jace minusen. Ja, dann ist der weg. Das ist Snappy. Ja, okay, Snappy beendet halt die Retro-Fitter, ne? Ja. Dann Ending wir das Ding. Man hätte das... Wenn man den Teferi plust, hätte man auch warten können, bis der erste Effekt drauf ist. Hm. Weil so kann er jetzt theoretisch ein Construct machen und ein 1-1er. Ja. Und damit den Jace. Das da. Da kommt ein 4-4er. Dann enttappt man den. Okay. Gut. Wird nicht gemacht. Gut. Missplay! Ja, ich glaube, das ist aber noch ein bisschen schwerer zu sehen, gerade mit der Fundry. Ja, die macht halt eine Menge. Ja. Ich glaube, hier wird nochmal drüber geredet. Ja, dass man quasi dann den. Dass man das hätte tun können. Das war Philips erste wirkliche Runde mit einer Retrofitter. Ja, genau. Und dann kriegst du einen. Sieht man ein Servo dabei und das Lotus Bell geht drauf. Genau. Nee, macht vollkommen Sinn, da beides zu haben. Und da muss man den Jace plusen. Da ist man halt echt jetzt in der Bredouille. Jace plus. Rap. Kann nur draufbleiben. Plus. Und go. Go. Die Hymne hat dann weggemischt, oder? Wahrscheinlich. Da ist der Bolas und ein Brainstorm. Brainstorm. Auch nicht so die impressivste Hand eigentlich. Jetzt kommen wir halt gezogen, okay, wo dann Land. 4 auf den Jace. Einen auf den Teferi. Ja. Oder man geht hier einfach im All-Face. Ja, das ist auch nur 6 Schaden. Ne, 5. Das sind 5 Schaden, aber man hat ja auch die 4 Schadenspells drin. Och Gott, ey, die Galvanic Blast. Ja, man hat 4 Galvanic Blast, 3 Lightning Bolts drin. Oh, da ist ja auch noch Burn. Und wenn der Gegner komplett durchlassen würde, hätte man sogar eine Pirate Spellbomb. Die rote Spellbomb, die man theoretisch machen kann. Ja, da wird der Dings Ja, genau. Ja, der ist schon verrechnet. Jetzt kann nämlich gleich der Teferi das Konstrukt clearen oder der Jace halt. Ja. Das ist nicht so geil. Ich hab's nicht gesehen, was es war. Ich auch nicht. Hier wird, glaube ich, überlegt, ob man den Bolas droppt. Bounce? Bounce. Bolas? Jetzt machen wir Planeswalker Tribal, ne? Ja. Das war bad. Bounce? Das war bad. Da wurde der Removal benutzt, weil vergessen wurde, dass der jetzt auch die Fähigkeit vom Tefri hat. Der hätte nicht minus 3 machen müssen, sondern hätte nur minus 1 machen müssen.
Du meinst die vom Jace? Ja. Ja. Weil der Bolas war jetzt minus 3, Destroyer, Creature, Planeswalker. Das wäre okay. Du hättest auch einfach den minus 3 als Bounce machen können, hättest noch eine Karte ziehen können. Genau. Oder halt für den Einser halt einfach bouncen können. Das wär gut gewesen. Da ist auf jeden Fall ein Missplay mal wieder passiert. Was ist passiert? Ach, ein Klingtudurst. Nee. Okay. Oder? Ja, wurde eine Karte gezogen. Das war kein Brainstorm, also das war ein Klingtudurst. Da ist ein Goblin. Ja. Bounce den Goblin, draw a card. Man ist jetzt halt mit 4 Handkarten, der Gegner hat eine Sorcery. Und jetzt ist das Deck im Driver's Seat. Jetzt ist das der Moment, wo das Deck gewinnt. Jetzt guck ich mir den an. Den an. Plus den auf dich. Und der Gegner muss eine Handkarte abwerfen und ein permanentes Opfern. Exilen. Exilen sogar, ja. Handkarte Exilen. Ja, und Strong. Permanentes Exilen. Das ist schon benutzt. Hart. Da wurde wahrscheinlich ein Land gezogen. Schiebung. Ja, ja. Nicht ein Angriff von Steckball. Stimmt, und trotzdem gewonnen. Ja. Also ich meine, der Bolas, ich habe den ja selber schon gespielt, ne? Der ja, ist halt schon eine harte Sau, ey. Tut schon weh. Ja, Sideboarding. Wir haben bei Monored Top da auf jeden Fall einige Blasts im Sideboard, die man reinnehmen kann. Ähnlich ist es mit Meltdown und ein paar mehr Countern von Checkpile. Dressdown ist drin im Sideboard bei Checkpile. Gegen die Constructs. Gegen die XXer. Ja. Und genau, Monored choppt da wahrscheinlich einfach ein paar Blasts rein und dann gib ihm. Und hoffentlich einfach eine Hand, die aggressiver ist. Ich meine, die Hand war schon nicht so aggressiv. Sie war okay, eher so Midrange. Aber man braucht, glaube ich, hier wirklich einen sehr starken Start. Da ist Wasteland drin? Ja, klar, 2 Stück. Ich hatte die Wahl zwischen Basics und Wastelands. Ich habe mich für Wastelands entschieden. Hätte ich auch gemacht. Kosten mehr. Das Deck muss teurer werden, aber dann die Billig-Fetch-Länder spielen. Secret Layer. Also Secret Layer Wastelands, by the way. Ja, die kosten wie viel? Nicht viel. Und dann die Billo-Fetch-Länder aus Karns, ey. Yeah. Ich glaube, es hackt. Wie jetzt nicht gehört. Oh, das ist ein guter Start. Das ist ein Goblin, ne? Ja. Das ist halt, aber auch ein 4-4er auf dem Board, das ist gut. Das ist Turn 1 4-4er. Ja. Inquisition. Oh, da sind 2 von den Galvanics auf der Hand. Autsch. Man kann jetzt halt, das Problem ist, man kann jetzt halt keinen Galvanic ziehen, weil da macht man nur 2 Schaden. Dann lässt man sich den lieber rausnehmen und ja. Es ist jetzt schade, dass der Goblin nicht einfach gedroppt wurde. Ich verstehe nicht ganz, warum der Goblin nicht einfach gespielt wurde. Stimmt, der wäre so gut gewesen nächste ja. Runde. Der wäre nächste Runde richtig strong gewesen, wenn da ein Artifact bei gewesen wäre und dann bam bam. Hier würde ich einfach zeigen lassen. Ja, einfach dass, Hand runter und gut ja. ist. Ja. Und dann geht der Goblin. Dann geht der Goblin. Das bam, bam, bam. Ich meine, das kann nächste Runde 12 Damage bedeuten. Also, nein, end of turn macht man den, ja. Nee, ja, top da wird top da nicht toppen. Top da übrigens auch aus der Liste und die Lotus Petals mittlerweile auch da noch nicht. Inquisition auch aus irgendwann gibt es auch Basic Lens aus der Liste. Gibt es schon, und zwar Ebenen. Ach du Scheiße. Im Ernst? Ja. Ja. Von welcher Ebene? An Glut. Ach! Oh Mann. Ja. Deswegen, da ist eine Ursachsaga. Die macht jetzt natürlich auch tolle Dinge. Oh, das ist ein Meltdown. Die Karte, ey, die ist echt die Bullenpest. Ja, mittlerweile ist die halt auch echt überall. Aber da war die noch nicht so over the top. Ah. Plus das Wasteland. Noch eins. Bompion to the Stone Age. Kann Top da schon froh sein, dass er ein Mountain ist und keine große Schmelz? Ja, das stimmt. Ja. X gleich 1? Ja. Also man könnte jetzt auf jeden Fall nochmal 4 Schaden schießen. Ja. Und 2 würde ich direkt hinterher knallen. Ja. Kann man machen, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Du wirst wenig Nutzen aus dem Dings kriegen. Das ist halt. Weißt du ja nicht. Da sind ja noch die Konstrukte, auf die du dich eigentlich verlassen kannst. Holst dir was raus. Auch Jazz Hands, ey. Ja, das stimmt. Das ist die Frage. Land wäre jetzt natürlich sehr strong. Ist ein Land. Sogar ein Soul Land. Dann sagt man einfach Go. Construct incoming. Er macht jetzt kein Konstrukt. Bitte macht nicht. Jetzt kein Konstrukt. Bitte man macht nicht. Das Konstrukt im Gegnerzug. Im End of Turn. Ja. Dun, dun, dun. Diese Hand wurde sehr schnell ausgestreckt. Ich mache mir mal ganz schnell einen 1er, ja? Mach ich mir mal ein 1er Konstrukt.
Und mach mir selber 2 Schaden. Ja. Ja, okay. Du musst halt als Kontrollspieler halt einfach nur eine Hand halten, die sagt, der Gegner hat keinen Spaß. Punkt. Ja, das ist halt sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, man ist halt Turn 3 und man ist auf Half-Life, das kann das Deck halt auch. Und da muss ich jetzt. Halt, aber nichts gespielt. Das macht ein Mountain. Geht für ein. Wow. 10 Runden Clock. Das ist noch ein Wasteland. Ja. Dann wahrscheinlich Teferi. Bounce den. Nee. Oh, Black and G. Black and G auf Konstrukt? Nee, wahrscheinlich auf Goblin. Ja, Goblin oder Top da? Top da, doch, Top da wäre auch gut. Wenn die Breyer kommt. Also Construct ist es auf jeden Fall nicht. Also der mit Breyer, aber Breyer ist Apprentice. Ja. Das ist ein 2-2er. Ja, ist gerade zum 2-2er. Digitiert. Digitiert, genau. Glaube ich nochmal gezeigt. Und dann geht man mal für 2 wahrscheinlich reinhalten, weil. Jo. Oder auch nicht. Okay. Ich hätte einfach reingehalten, was soll schon passieren. Jo. Ja. Da kommt jetzt eine Expressive Iteration. Gute Karte. Die ist richtig sweet. Ja. Da ist also, Exile, Baleful für die Hand und eine Iteration für unter das Deck. Wahrscheinlich, ja. Oder man nimmt die Iteration und nicht die Baleful. Oh, nee. Nee. Mehr Death Touch Kreatur. Iteration und Iteration Cycle ist irgendwie so meh. Ja, ich würde die einfach schicken. Oder, ja, du hast noch einen Blast, einen blauen. Ich würde die einfach legen, die Baleful. Ja. Sieht auch hier so aus mit blau-schwarz, dass man das tut. Und jetzt ist man halt schon wieder mit Monoid Top da echt in der Bedrohung. Ich meine, wie gesagt, man kann jetzt einfach in Bolt into Blast schießen. Stimmt, ja. Aber man ist jetzt halt zum Beispiel nur ein Artefakt davon entfernt. Dann hätte man 2 Schaden einfach gratis mehr bekommen können, wenn man ein bisschen mehr patient mit dem Spell gewesen wäre. Und das ist ein Retrofitter. So, weil dann würde man jetzt halt den Gegner runterbomben auf 4, was halt schon eine ganz andere Hausnummer wäre. Also er wäre jetzt auf 6 runter. Ja. Deswegen, das ist schon ein krasser Unterschied, glaube ich. Da hätte man den Spell, den zweiten Europäischen halten müssen. Auf der anderen Seite, jetzt das Konstrukt reinhalten, bringt halt nicht viel. Weil jetzt tradet das nur mit der Baleful Strix, die ja schon eine Karte gezogen hat. Ja. Also vorher wäre es okay gewesen gegen den Plague Engineer. Jetzt mit der Baleful Strix. Das sind ja auch 2 Schaden, die liegen geblieben sind. Ne? Ja, genau. Das sind dann insgesamt 4 Schaden, die liegen geblieben sind. Ja. Ja, das ist gerade bei Agro. Viele Leute sagen ja, Agro ist stumpf. Ich sage immer liebevoll, nee, Agro zählt nur was anderes, weil du versuchst, deinen Damage-Output in kleiner Zeit zu maximieren. Und musst dann halt die Maximalansätze für den machen. Ja, der macht sich jetzt noch ein Servo. Okay. Also liegt es nicht auf Construct und nicht auf Servo. Dann wird es Top da sein. Denke auch. Blue Blast. Meltdown. Krass, dass das Meltdown das zweite so lange auf der Hand behalten wird. Das ist eine Brass. Hey, warum zünden? Ja, das ist eine Brass Apprentice. Die könnte uns verraten, ob der Black Engineer auf Top da liegt. Oder auf 100 Pro. Ja, denke auch. Auf der anderen Seite ist sie halt echt gut, weil sie kann halt theoretisch eine Kreatur plus 2 plus 0 auch geben. Stimmt. Wenn man Artefakt opfert. Die wird gekontert. Die hat noch nicht mal das Tageslicht erblickt. Die das ist ein Wasteland. Man ist beim Kontrollspieler so ganz kurz vor, finally hat er es erreicht. Es fehlt wirklich nur ganz, also irgendwie ein Planeswalker, einen zweiten Removal für den 3-3er, dass man angreifen kann und so weiter. Und vor allen Dingen hat man als Monored Top da jetzt aktuell kaum noch Payouts. Das Wasteland ist noch auf der Hand, das heißt, eine Ursa Saga ist tot. Ja. Bray's Apprentice, wenn der Dings wirklich auf Top da liegt, macht nichts. Außer halt ein bisschen was. Das ist halt immer noch ein 2-3er, der reinkommt und immer noch Dinge, die tut, aber. Was ich halt sehe, ist halt, dass. Oh, lol. Okay. Nicole Bolas! Dam, dam, da. Dann knall ich dir mal dein. Konstrukt ab und go.
Das ist eine Ursachsage. Spiel, Spaß, Spannung und Schokolade. Ja. Ursachsage mit einer Marke. Oh, Wastelands im Control Deck, das ist halt auch. Ja, so ein, zwei sehe ich auch immer ganz gern. Also spiele ich auch immer ganz Plus, gern. Gegner muss was exilen. Ja, da wird schon. Da wird schon hochgetickt. Mountain. Ja, gegen den Bolas machst du jetzt nichts mehr. Red Elemental Blast. Boah. Diese, wow, ouch. Ja, der wird gepackt. 2-0. Ja, das habe ich auch ähnlich erwartet. Und, ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.